Und damit herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Mario 3D World. So, wir machen natürlich scheiß LKW, Alter, scheiß LKW. Wir setzen unser spaßiges Abenteuer fort, indem wir jetzt dieses furchtbare Level machen. Das ist, jo, ja, nicht so toll. Das ist sehr doof eigentlich. Ich mag das Level nicht. Sagen wir es so, ich mag es nicht. Vor allem, weiß ich nicht. Sagen wir mal, es ist ein bisschen schwierig. Kann man sich da unter ein Bild machen? Und schwierige Level mag man ja eigentlich normalerweise nicht. Also mit dem schwierigen Level seid ihr so eine Mensch. Ja, ich hab voll die Herausforderung. So eine Menschen finde ich halt echt komisch, weil der mag die Herausforderung. Ich möchte lieber eigentlich durchwaschen und nichts machen. Einfach nur das Nötigste machen. Ja, das wär's halt schon. Deshalb machen wir hier eigentlich auch. Hier ist es nicht das Nötigste. Hier ist es nicht das Nötigste zu machen. Aber generell mache ich spielen immer, wirklich immer nur das Nötigste. Ja. Das Nötigste ist halt hier halt nur die 8 Welten 100% zu machen. Ja, und das andere, ja, weiß ich nicht. Gibt es nicht so ein. Ich weiß, das ist eigentlich immer ein kleiner Witz, die Nintendo-Prozent zu machen. So alles ausführlich zu machen. Ein guter Witz eigentlich. Aber das mache ich zum Beispiel nicht. Da würde ich niemals die Idee kommen. Würde ich damit mein Geld verdienen? Und das wäre der heiße Scheiß, womit man auch sehr viel Geld verdient. Dann würde ich das machen. Nintendo-Prozent. Wenn das die Leute sehen wollen, mich damit schön viel Kohle schaffe, würde ich die Nintendo-Prozent auch machen. So ist es einfach. Aber das guckt sich niemand an. Warum soll ich mir die Mühe machen? Jetzt sagt nicht, ja, aber mach dir doch die Mühe, dann gucken es mir. Nein, gucken es nicht, weil niemand wird Mario 3D World Let's Play suchen. Und wenn das jemand macht, dann kommt halt zum Tendo. Das ist ja das. Ah, gut. Ist eigentlich auch scheißegal, aber niemand guckt Let's Plays. Let's Plays sind ja, glaube ich, tot. Irgendwie, ich mache das einfach auch nur noch so, damit ich. Diese scheiß Autos, Alter. Damit ich. Ja, weiß ich nicht. Einfach nur so. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich könnte die ganze Zeit nur streamen. Ja. Meine Streaming-Karriere aufzubauen ist mir lieber als eine YouTube-Karriere. Was? Ja. Also Streams machen einfach mehr Spaß. Das ist die bittere Wahrheit. Es ist einfach so. Fuck. Es ist einfach so. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Plays mache. Das frage ich mich eigentlich bis heute immer noch. Ich habe ja manchmal so eine Krise. So eine Krise in Anführungsstrichen. Na doch, man kann es so, weiß ich nicht. Eine Krise. Auf jeden Fall denke ich mir immer so, warum mache ich die Scheiße überhaupt? Was mache ich Scheiße? YouTube ist halt so unnütz, weil das guckt eh kein Mensch. Dann liest niemand meine Tweets auf Twitter. Das macht es alles noch schlimmer. Und die Streams sind halt auch immer nur so. Ja, nie Zuschauer. Nie einen richtig aktiven Chat. Nie. Ja, da frage ich mich halt auch mal. Warum mache ich das? Na gut, aber ja. So schlimm ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Manchmal habe ich Momente, denke ich mir so, ey, jetzt lasse ich alles, jetzt lasse ich auch, was weiß ich. Ja, ja. Aber ich habe irgendwie Lust, jetzt habe ich gerade Lust, was zu machen. Ich habe halt auch manchmal das Gefühl, dass meine Community, ich habe gar keine Community, das ist erstmal das Erste. Und wenn welche da sind, dann habe ich das Gefühl, die hassen mich. Ah ja, irgendwie komisches. Weiß ich nicht. Die hasse mich einfach. Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl. Egal, was ich sage, schlecht gemacht. Und so. Nervt. Es nervt wirklich.
Wenn mal welche da sind. Also, immer alle schlecht gemacht, ich sagen. Ach ja. Geht ruhig auf meinen Discord-Server. Ich brauche neue Leute. Ich möchte gerne so Gespräche ohne dass ich was schreibe auf haben. Das sehe ich halt immer. Und ich möchte einen Chat haben, wo jemand über Animes diskutiert, wo ich nichts zu sagen kann und sie am Ende jeder hasst. Das sehe ich immer bei anderen. Finde ich immer ganz gut. Hey, wisst ihr, worauf ich jetzt Bock habe? Mario 3D World Level in Mario Mega 2. Kommt schon Freitag raus. Wo ist der 24. Okay, stimmt. Was ich aber scheiße finde, ich habe halt keine Zeit, es zu streamen. Fuck, war das jetzt richtig? Ich finde noch einen Stempel. Was gibt her? Ich finde hier noch einen Stempel. Achso. Na, ich wollte schon sagen. Das ist doch niemals so, dass ich da rein muss. Ich war da so optional nur gewesen. Fuck! Oh nein, muss ich jetzt klein. Oh Gott, ich muss klein kämpfen, oder? Nein, nicht weil das kommt. Nicht weil das kommt, ist bescheuert. Fuck! Oh, der ist schick aus. Oh nein, die. Oh nein. Oh, fuck, ich will sterben. Ich will nicht sterben. Ich will die Kacke nicht nochmal machen. Arsch auf Grundeis. Ja. Ich hab das Gefühl, ich kann Mario nicht kontrollieren, indem er springt. Ah, Gott sei Dank nicht gestorben. Ja, ich bin auch ein guter Player, Alter. Oh, mir darf man vieles erwarten. Ach ja. Aber bitte krieg ich die Fahne richtig. Ich würde auch gerne. Würde ich eigentlich gar nicht. Oder weiß. Mario Maker 2 wird der Durchbruch, Leute. Keine Sorge. Oh Gott sei Dank, muss ich das Level nicht nochmal machen. Mario Maker 2 geht los. Ich werde auf jeden Fall. Ich werde um 3 Uhr oder so. Muss ich dann halt Videos für YouTube machen. Das ist dann halt so. Und dann muss ich halt auch ganz viel abends, nachts streamen. Ich habe abends. Ich habe ja die Hoffnung, dass es Donnerstag kommt, dann würde ich abends schon streamen, aber das ist halt auch relativ spät. Und am Freitag habe ich ja gar keine Zeit, da muss ich wirklich mitten in der Nacht mich hinsetzen und fucking YouTube-Videos für die nächsten 2 Wochen machen, weil ich die nächsten 2 Wochen nicht da bin. Und dann auch nur so 3 Tage, dann bin ich wieder nicht, da habe ich wieder keine Zeit. Das ist doof, ich hoffe, das schadet nicht meiner YouTube-Karriere. Cool, es hat sich eine Röhre gebaut. Ich bin erstaunt. Ich habe nicht einmal zufällig gedrückt. Oh nein. Kommt der Clown jetzt oder die Schlange? Wollen wir mal. Die Schlange. Gut, eigentlich sind die alle einfach. Außer der Clown, der ist halt nervig, weil da diese Kirschen sind. Deswegen ist der nervig einfach. Wenn man dann kommt da rein, also dann kommt man dagegen, dann sammelt die man auf einmal auf. Und dann denke ich mir so, wie steuere ich denn jetzt? Wen steuere ich denn jetzt? Was mache ich überhaupt? Ich steuere zwar alle, aber wenn ich 5 auf einmal habe, dann bin ich ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich bin überspringen. Was geht's los? Ah, die sind eigentlich wirklich alle einfach. Aber sonst wird man hier immer mit. Ich hab mich schon erschrocken. Ja, ich wollte sagen, sonst wird man hier eigentlich immer mit so Katzenglocken voll gespammt, sag ich einfach mal. Ja, voll gespannt. Dann kommen wir hoch.
Ist so still. Alter, ich hab schon riskant hier unterwegs. Ja. Fuck, schafft das überhaupt? So ein letzter. Fertig, doch voll einfach. Voll einfach. Hurri, ich kann sogar. Ja. Das ist irgendwie witzig. Also. Ja, wenn ich mich auch so drehen könnte und dann springen, dann würde ich so ein bisschen gleiten. Boah. Das wäre toll. Und dann aber mir einfach nicht schwindlig. Das wär's. Ich könnte hier eigentlich auch den Stern nicht einsammeln. Das wäre auch mal eine Idee. Das fände ich aber irgendwie gut. So. Wie lange geht denn der Part schon? Kann ich aufhören? Nein. 11 Minuten. Was? Oh nee. Ich vergesse das, glaube ich, die nachzumachen. Wird ja eh niemand mehr. Also, zwei. Nein, ich mach's nach dem Part. Wir machen bis jetzt. Ich möchte gerne. Dann habe ich für den nächsten Part einen guten Titel. Also, Welt 4. Das ist der. Na, wohl kann ich. Ich habe ja nicht zufällig gedrückt. Wie mir alle mal bitte wissen. Nee, machen wir nicht. Gehen in die vierte Welt. Wüsten? Nee, ja, weiß ich nicht. Auch eine Wüstenwelt. Oder eine Birkswelt.